Hey, servus Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Ark. Und zwar der lange Weg zum Boss. Hallo. Warte, wird doch mit T geschrieben, oder? Je nachdem, wie du das geschrieben hast, kann auch sein, du hast ein D genommen. Wer sind drei mit T und einer mit D? Oh, okay. Ich nehme einfach mal raus. Ich tue die alten Rex, nee, die sollte ich behalten. Also als vier Reihen Fleisch behalten, den Rest habe ich jetzt in den linken Kühlschrank mal gepackt. Oh, ich werfe mal meinen Wolf aus. So, also ich habe hier drei perfekte. Aber jetzt noch nicht genug gezüchtet, oder wie? Wie ist das richtig? Das ist auch krass. Ach so, hier sind noch Eier. Sechs Stück. Aber ich habe ja 13 gezählt, dann sind es ja 19. Ja, ich würde einfach noch ein paar X-Eier rauslassen. Genau, was soll der Geiz? Ist halt doch hoffentlich alle noch Paarungen bereit. Wo ist das Männchen? Muss man ja eigentlich keinen mehr überdenken, oder? Dass der irgendwie. Nee. So. Oh. Macht ihr alle Liebe? Ihr macht alle Liebe. So, Rüstung, ach so. Mit der Brust jedes Mal. Es ist eine Standortbrust. Wir haben nichts Besseres. Da haben ja die Morphotons tatsächlich gleich mal am Anfang die Brust weggeknabbert. Die Gilly-Brust. Der hat mich jetzt so massiv attackiert. Ich wurde relativ in Ruhe gelassen. Jo, du standst da irgendwie außerhalb, ne? Ja, obwohl meine. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich von die Morphotons angegriffen wurde, aber meine Rüstung war angecrackt. Ah. Glaube ich. Ja. Ich weiß auch, also ich wusste gar nicht, dass da Petris kommen. Petris? Ja. Die hab ich nicht gesehen. Da kam Petris vom Himmel. Okay. Hm. Wollen wir den Platzhalter entfernen? Bei unserem Trophäen. Bei unserer Trophäenwand? Ja, Sekunde, Sekunde. Ich bin immer noch hier ein bisschen mit mir beschäftigt. Das Inventarischen habe ich ja noch nicht gemacht, wie du unterwegs. Ja, ach, du hast noch mit den Rexen beschäftigt. Hast du jetzt schon ausgelassen oder was? Ich musste eher noch eins nehmen. Gut, dann wäre ich jetzt bereit, dass wir den Kopf hier aufhängen. Okay. Ja, können wir gerne tun. Sowas. Ich bin bereit. Weiß ich mal das Element hier rein, weil du noch nicht bereit warst. So. Ich habe halt die 20 von dem letzten habe ich halt noch behalten und das ist halt das komplett neue Element. Okay. Und das andere ist halt zum Rumspielen, ne? Wecken. Trophäe. Nice, nice, so. Nice. Ja. Aber um ehrlich zu sein, finde ich, glaube ich, die Spinne grundsätzlich irgendwie am besten und auch detailliertesten, finde ich irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Oh, es sehen alle echt gut aus. Ja. Sind schon gut gemacht. So, oh, der hat ziemlich viel Kalkstein. Und hat auch schon ein paar Zähne verloren und ganz viele Löcher hier drin. Ah, okay. Ich glaube, das ist nicht mehr sein größtes Buch. Ja, glaube ich auch. Zähne verloren, damit sieht es eigentlich recht komplett aus. Ja, unten, da ist so. Hinten, da fehlt einer rechts. Und auch C5 fehlt einer. Bei mir ist ja hinten rechts da. Es ja. War nur, also bei mir wahrscheinlich auch, aber einfach zu. Achso. Hätte sein können echt, dass sie da was rauslassen. So wie bei dem Affen hier das Auge.
Er hat ja eigentlich ein Auge. Ich dachte mal, es wäre ein Loch, es ist ja ein rotes Auge. Lol, stimmt. Ein richtiges Auge, ist mehr Auge wie das Gelbe. Ja. Ja, und er hat hier T3 ein Loch. Mhm. Und L4 auch. Keine Ahnung. Sagt das dein Zahnarzt immer zu dir? Nee, irgendwas sagen die da. Also. Ja. Als immer die großen Kontrollen waren, haben irgendwelche Zahlen gesagt und nicht nur Buchstaben. Ja. Blut, ja, ich muss noch aufheben. Joink, joink. Joink, joink, joink. Er hat noch ein Ei, plus noch ein Ei. Meins. Ach so, ich wollte das Gilly reparieren, deshalb ist das dabei. Okay, ja, hab alle. Ich tue die dann gleich auch vorbrüten, die anderen sechs sind schon vorgebrütet. Poli hätten wir ja noch. Ja, die Hose, die können wir uns nicht leisten. Was? Hose? Ach so, wieso nicht? Also Perlen. Also stimmt. Alles andere kann man ja vielleicht noch relativ schnell besorgen. Poli könnte man auch noch mal was herstellen sogar. Es würde für eine Hose würde es sogar schon reichen, aber die Hose braucht halt auch die 55. Ich habe hier gerade was gesehen. Ja? Nein. Ein Capejara-Tech-Sattel. Ach ja. Und ein Megalodon-Tech-Sattel. Ey, Vakuumraum. Unterwasserbase. Ja, den hatten wir das letzte Mal, glaub schon. Den Raum. Echt? Ja. Gute. Ein Transmitter. Aber 140 Perlen brauchen die Sattel. Ja, ist teuer. Sehr teuer. Wieder rein. Ja. Pack-Transmitter ist auch nicht so günstig. Pack was? Transmitter. Aber brauchen wir auch nicht. Ah. Nur so Server-Race. Hier noch Cap drin. Da ist er. Ja. Ja, also brauchen wir erstmal Perlen. Wir müssten also über unsere also unsere Wasser-Base nochmal. Aber da ist doch nichts mehr, ne? Alle mitgenommen. Das heißt, für die Spielerei müsste man nochmal ins Wasser. Ja. Wir haben jetzt einen wunderbaren Tech-Helm, mit dem wir atmen können. Jetzt, wo ich so eine geile Bauerrüstung gefunden hatte. Gibt es denn schwarze Perlen? Ich habe immer nur weiße gesehen. Dein Saber fehlt folgt dir noch. Ja, der ist anhänglich. Ah. Gibt schon wohl zu wenig Liebe, ne? Der muss einfach mal raus. Ja, die Perlen lagen, soweit ich weiß, auch unten rum am See. Am Grund. Ah, nicht mal als. Oder tun sie es denn? Müsstest wahrscheinlich wieder mal wegen deiner Lautstärke bauen. So, ja. So. Ist ja. Es besser? Ja, auf jeden Fall. Schon einiges besser. Okay. Davon.
Die probiere ich noch mal ein bisschen umzusetzen. Sei nicht traurig, Wade. Du bekommst bestimmt deinen Hexsattel irgendwann. Da sitzt schon besser. Yes. Was jetzt besser? Ich habe die Flagge jetzt noch mal da hingesetzt. Ah. Meine steht schon seit der Ankunft. Ja, na klar. Was für diesen Platz? Wir haben jetzt allen gesagt, wir haben Tech-Zeug. Lohnt sich der Überfall. Ja, müssen Turrets aufbauen. Ja. Ich hab eine Granate. Ja. Also ich würde schon sagen, dass wir uns die Hose gönnen und die Perlen besorgen. Weil auch wenn es heißt hier der Weg zum Boss, aber man muss auch sich mal ein bisschen das gönnen und so. Ja. Dafür machen wir das ja auch mit, also. Hätte ich jetzt nichts dagegen. Ich auch nicht. Weißt du, ob dein Säbelzahntiger runde Sachen mag? Was für Sachen mag? Runde Sachen. Runde? Ja. Nee, das mag eher deiner. Okay. Er mag das gern rektal eingeführt. Wo ist denn meiner? Was? Dieses kleine Kügelchen da. Der ist krank, der braucht eine Behandlung. Okay. Es so ist, dann möchte ich dabei sein, wie mein Saber behandelt. Bestimmt, oder? Dem passiert ja da nichts. Aber du könntest es doch einfach in der Hand behalten und dem füttern. Nee, das ist halt leider keine, nichts zum Zünden. Ich weiß nicht mal mehr, welche Tasten jetzt was sind. Rechtsklick? Nee, okay, Linksklick. Ja, und einfach, je länger du hältst, umso weiter wirst du. Aha, das war ja gar keine Medizin. Geht's dir gut? 20 Leben. Ah, nee, 120. 120, ja. 130. Ja, knapp 130. Ja, knapp, ja. So geht er mit seinen Tieren um. Hier, erstmal Rex raus. Ja, ich wusste, ich dachte, das ist Medizin. Ah, Cryos halten länger auf dem Boden, also halt bis jetzt despawn. Kannst du auch rauswerfen. Da hinten hin, oder was? Hinten. Ja, da hier, ja. Da hinterm Haus. Hinten fahren. So, Fleisch aufgehoben. So, weit hinten. Da hinten gibt es jetzt mal einen Fototrog. Dieser Tierquäler, ey. Die haben einen Fototrog? Okay, gut, nur der eine. Mach mir eine Hose. Tut mir leid. Ja, dann müssen wir jetzt mal zu dem Wasser hin und die Hose machen. Ja. Es ist halt gerade ein bisschen dunkel und so, ne? Er wiegt halt nochmal 10 Kilo das Ding, das Gewehr. Raus damit. So. Ich hatte mir ja einen Sargo gegönnt. Genau. Wo habe ich denn aber eigentlich zwei Sargos dabei? Ach so.
Unser altes Tagebuch habe ich mir eingepackt wegen der Reise. Stimmt. Ja, also schwer bereit. Die Dinger müssen ja noch dort sein, die Taucherflaschen. Atem. Okay, zwei Stück sind auch hier, die nehme ich mit. Hey, warum ritzt du das? Was? Wer will das Ja, nur? ich. Ja, jetzt sind ganz leicht immer mehr Blutstreifen gekommen. Ah, okay. So, den zweiten guten Sattel. Oh, wenn ich jetzt noch einen Zylinder auf meinen Kopf machen könnte. Hat man schon probiert? Dein Kopf. Ja. Oh, ich dachte gerade kurz, weil. Aber nein. Das wäre lustig. So ein Dino mit Zylinder. Ade. Das ist gut, das Fett. Was ist zu fett? Das Krokodil. Kann ich halt nicht tragen, ne? Läufst du lang? Ich wollte da einfach mal so dem Tropf laufen mit dem Krokodil. Okay. Bist du auch ein Krokodil? Nee. Ich fliege lieber so mit. Wie gesagt, ich habe unser anderes Krokodil noch dabei. Ich lehne dankend ab. Weil du keine Ahnung hast, was Spaß macht. Dann gib halt her. Oh, hier ist ein Judy. Level 40. Du solltest hier nicht lang laufen. Das lasse ich jetzt, ja. Ich bin jetzt auf dem Weg zu dem Fluss. Ich komm auch. Hab ich doch Lust auf Fluss. Schau mal in den Vogel, dann müsste das sein. Oh, da muss noch ein Juli irgendwo sein. Action. Mein Dimorphodon dann regelt das. Ja, er hat wirklich Regen. Er hat alles bekommen, oder? Sieht so aus. Dieser Geier. Du meinst auch Movement-Speed-Skill, ne? Ja. Hey, wir könnten Baby machen. Ja, könnte man tun. Könnte. Muss man aber nicht. Da läuft er einfach mal los hier. Bin abgestiegen und der läuft. Bisschen Runde gelaufen, um das Tier aufzufressen. Ja, es liegt ja. Weiß ich gar nicht, ein Ei, oder? Was er gegessen hatte ich dann. Ich glaube nicht. Probieren wir es mal. Hab meinen angemacht. Ja, ich meine es auch. Ah. Ich denke, die, wo so lange dauern, sind schwanger. Warum bin ich so voll?
Man ist einfach voll, wenn man so viel Waffen dabei hat. Ach so, ich habe 2 Atemgeräte dabei. Ach, Atemgeräte auch. Ja, das waren die 2, die in der Base waren, weil ich mitgenommen. Ja gut, ich hab die bei mir im Vogel. Wurst. Oh stimmt, ich könnte die ja schon mal in das Krokodil legen. Fangen im Gange. Nee, ein Ei. Ein Ei? Ja. Eieiei. Hast du ausgemacht jetzt, beide. Wo ist das Ei? Hab ich auch gesammelt. Lass mal angucken. Du, kalt. So, jetzt tue ich jetzt weiter. Verdammt. Ist das noch die Richtung? Ich folge dir einfach nur gerade eben. Okay, Wasser wäre die Richtung. Nicht mehr weit. Ja. Von hier. Und das Wasser. Ein Vogel ist hinter dir, oder? Ja. Ja, was schreien. Kann Wasser sehen. Kann Felsen sehen. Dunkel hier. 6 Uhr erst, ja. Bleibst du an so ein bisschen Baum hängen, das gibt's ja nicht. Ja, ich kann auch. Ich bin am Wasser. Yes, rein in den Tümpel. Fühlt sich gleich wohl. Bidi. Wing. Wir müssen mal aus dem Wasser gehen. Warum? Weil kein Wasserfall ist. Ach, der nach oben geht. Ja, nach oben ist blöd. Ja, was? Egal, Wasserfall, geht's einfach runter, aber ja. Vogel. Aber Wecken ist gerade hinter mir einfach aufgeploppt. Seltsame Dinge passieren hier. Ein bisschen wie Kriegstrommel, das Laufen von den Krokodilen. Warte! Rein da! Ui, ist ein Perl, da muss man wahrscheinlich weit hin. Ja, also so weit oben sind keine Schwarzen. Das wäre ja Wahnsinn. Hier ist kalt. Hier ist die Höhle. Ja, willst du rein mit Krokodil? Ja. Wir können aufs Wasser schwimmen. Ja, ist zwar kalt, aber sterb scheinbar nicht so schnell. Gut. Ja. Verfolgt der Vogel noch? Außer Sichtweite, wir sind zu schnell. Ne, ne, ich bin noch da. Ja, aber wir haben die trotzdem abgehangen. Viel zu schnell. Ja. Man tut ihn verschwinden und der gibt schon richtig Gas. Und du wolltest fliegen, wir sind doch voll schnell mit dem. Ja. Na, zu viel versprochen, aber gesagt, du weißt nicht, was Spaß macht. Okay. Ah, da kommt die Fülle. Ey, Parkour hier. Slalom. Und so. Ja. Sprung! Ein Wasserfall. Wie er da noch so schwabbelt in der Luft. Ja, wie geil. Ah, ich bin leider neben gesprungen. Das ist schade für dich. Probier noch ein Weitergehen.
Und nochmal Wasserfall. Moment, dann nehme ich, nehm ich nochmal Anschwung. Ich schaue kurz auf die Vögel. Oh, ich bin auf den Stein aufgebreitet. Ich habe ein bisschen Schaden bekommen. Du musst jetzt filmreif, okay? Ja, ich schaue extra. Spannende Musik. Der Vogel kommt schon. Sprung! Whee! Auch auf den Stein aufgeklatscht. Schön. Ah. Was mache ich hier? Weiß ich nicht. Wir müssen weiter. Der Fluss führt ins Meer. Ja. Filmreif, eine Szene nochmal. Kein Fallschaden bekommen, gut. Mehr! Wee! Wee! Oh! Wie geil! So, da sind wir ja. Weiß nicht, ob vielleicht noch der ein oder andere Fisch vielleicht was hätte. Ich schau mal die Schränke durch. Als erstes. Ja, ich schau mal die Fische durch. Also nur die Kriegsfische. Kampffische. Ganz viele Tauerrüstungen. Hast du eine schon angemalt? Was? Nein. Nein, die Fische haben nichts. Kalt, blödes Teil. Jetzt. Mal, wenn ich es vielleicht weg mache. Läuft. Ja. So, jetzt haben wir geschaut. Nee, nichts mit schwarzen Perlen. Und du hast ja alle Tiere durchgeschaut schon in der kurzen Zeit. Nicht? Ja, außer die Flipper. Aber die müssten keine haben, oder? Ja, aber alle Haie, Speck, Basilo, ja. Alles durchgeschaut, okay. Ja. So, ein Pott hätte ich hier noch, gut. Die Frage ist jetzt, ob wir Nessie noch nehmen wegen dem Gewicht. Ja, mit Krokodilen gehen ist natürlich nichts Vernünftiges. Das ist einfach so eine Fun-Sache. Ja, im Meer ist ja nicht so fun. Oder? Ich weiß nicht. No risk, no fun. Kennst du das? Okay. Ja. Macht genauso wenig Sinn wie mit den Enforcern. Ja. Das ist ungefähr das Niveau. So, da noch ein bisschen was raus. Da auch. Da auch. Ja, 3 Kilo weniger. Aber 2000 Flaschen dabei müssten eigentlich reichen, oder?
Ja, weiß nicht, ich habe halt die zwei guten dabei. Ja. Wollte ich vielleicht nehme ich noch den Tag-Helm mit. 270. Der wiegt ja nichts. Gewicht. Ja, du hast ja auch schon Gewicht geskillt. Ich kann das nicht machen bei mir jetzt. Ja, schon. Ja. Hier brauchst du mal Leben und so. Oh, hungrig auf Stein. Ja, schärft seine Zähne. Ja, 400 Milli, 500, 560, 700, 800, nur durch Zähne schärfen. Ah, ich sehe es, ja. Noch Fleisch? Bei meinem, also in deinem Krokodil noch, also ne, also du weißt, was ich meine, oder? Ja, das kannst du das, schon. Was das, was du mir gegeben hast. Ja. Bei mir aus unser Krokodil oder so oder deins, egal. Okay, dann sagen wir es einfach meins, also, dass wir besser verständigen können. Ah, okay, dann ist es also meins, okay, gut. Geht das schon wieder los? Ja. Ah. So, jetzt setz ich mal drauf, dass man das mal sieht mit dem Felsencone. Ein Ei stirbt in einer Minute. Okay, das ist genauso lang, wollte ich das hier noch höchstens treiben und dann das Ende. Rumstehen. Vielen Dank fürs Einschalten. Like und abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Episode. Also, ciao Leute. Tschüss.